Hallo und willkommen zurück. Ja, zu der Faktor Formel League 2. Zum Sprintrennen in der Türkei. Und ja, es ist einiges passiert. Gehen wir mal durch das Feld. Alles klar. Auf Platz 1, also von der Pole gestartet. Also auf Platz 2 ist definitiv Wagner. Wir wollen beide nicht sein Name sein, das sagt schon einiges. Thierry Meiner startet von Pole. Wie gesagt, Wagner 2. Dann Danny Mitchell auf 3. Amadeus Neville auf 4. Richtig. Thomas, der falsche Dominator auf der 5. Ain Eatwell auf der 6. Großkopf 7. Marcelo 8. Ne, Francisco 8. Marcelo 9, so rum. Und ja, Eris Köbele auf 10, ja. So, dann geht's ganz normal weiter mit Van der Buchte auf der 11. Ganz normal weiter mit Van der Buchte auf der 11. Axel Heifer auf der 12. Vlad Borisov auf der 13. Perro 14. Ovala 15. Lukas Hill auf der 16. O'Brien auf der 17. 18. ist Wellington. 19. Und dieses Mal sehr wahrscheinlich ist nicht erster Jamie Knight. Leider. Dann haben wir Thomas Rister natürlich auf der 20. Nein. Nein, es ist Schanteke, Tatsache. Die haben nicht ihr Auto verwechselt, es ist Tatsache so, wie es passiert ist. Lupin auf der 21. 22, Louis Milton. Da, dann die beiden Flitzebuben mit Kubinka auf der 23 und Laukan auf der 24. Ja, dann lassen wir sie mal fahren. Ich will am liebsten gar nicht zugucken, aber wird schon. Ja, will schon wirklich zugucken. Ja, die Männer ist weg, das Rennen hat begonnen. Und er bleibt nach der ersten Kurve nicht in Führung. Oh, er macht den gleichen Fehler wie Milton. Perfekt. Und ja, Mitchell ist jetzt vorbei. Ja, und hat da, ich glaube, es war Wagner einfach an der Seite gerammt. Gut gemacht, Thierry Meiner. Hat es von meiner Erwartung erfüllt. Jemand da. Das ist zwar nicht Rister, aber wir appreciate ihn. Jemand, der aus seiner Erwartung erfüllt ist, Richter. Momentan auf 4. Zeigt endlich mal, dass er besser sein kann als sein Teamkollege. Ja, was er daran geschuldet ist, dass die Reifen vom Teamkollegen kaputt waren. Ja. Aber ich glaube, er war auch schon im Rennen vor ihm. Deswegen, ja. Wir sind momentan auf dem letzten Punkteplatz. Das ist Neville. Aber für wie lange? Ja, er kämpft ja mit Eatwell. Er kennt man gut an dem grünen Dach. Da geht's einfach mal. Ja. Francesco hat ein bisschen verloren. Ist jetzt auf 11. Teco und Knight haben sich schon ein bisschen vorgekämpft. Boah. Hier los da. Ja. Winker. Wie gesagt, viel los, ne? Ja, hier hat man eine schöne Aussicht, was da vorne alles abgeht. Danke, Winker, für deine freiwillige Opfergabe. Ich glaube, er selbst würde gerne etwas weiter vorne sein. Aber das hat er davon, wenn er denkt, er müsste sich nach vorne drängeln. Oh.
und Tegel kämpft dagegen Knight. Das ist normalerweise so ein Kampf um die Punkte oder so, aber nein, das ist ja der Kampf um Platz 18. Ja. Aber Tegel ist vorbei. Kann jetzt ein bisschen fahren. Vor ihm ist Haifischer. Ich will dann merken, der ist von Platz 12 gefahren. Gestartet. Ja, und der nimmt doch nicht mal den Windschatten mit, der Theke. Der denkt, er könnte ihn einfach hier. Oh Gottes Willen. Er hätte es auch beinahe geschafft. Boah, Haifischer hat sich kurz im Weg gestellt. Ist durch. Ja, Platz 17 für Theke. Der nächste ist Perro. Ja, die beiden kennen sich auch. Ich sag ja nur Bahrain. Ja, sind Tabellennachbarn seitdem, weil sie seitdem auch keine Punkte geholt haben. Natürlich ist Thierry Mann auf 1 mit der schnellsten Runde. Ja, die hat er gleich Köbele. Sofort verloren an Köbele. Der auf 4 fährt. Nicht schlecht, also dafür, dass er auf Single gestartet ist. Ja. Er hat sich schon gut nach vorne gekämpft. Borisov auf der 10. Und, ja. Muss jetzt aber auch wieder gegen Richter verteidigen, Köbele. Ja, und dahinter ist auch schon der Teamkollege. Ja, Teamkollege ist verwechselt hier, das muss ich, aber ich glaube nicht. Nee, das ist Marcelo. Ja, das ist Marcelo. Hätte ja auf Wagner sein können. Ja, kommt da. Nein, da kommt ein Angriff. Oh, und Marcelo schnappt sich gleich zwei zum Preis von einem. Da schnappt sich den Jäger hier. Ja, jetzt aber Richter. Lass dich nicht von E12 fressen. Soll grad sein, der lauert. Aber gut, verteidige ich auch, Gott. Und dahinter kommt auch schon wieder der nächste. Dürfte O'Brien sein. Ja, und Tigemana führt das Rennen an. Aber ganz ehrlich, aber es ist die scheiße Runde. Haben wir auch positive Nachrichten. Ja. Nee, Großkopf ist das. Ja. Oh, ich merke etwas. Borisov schon auf 10 vorgefahren. Vielleicht war ja das Hauptrennen nur so ein kleiner Aussetzer. Ja, kann gut sein. Kann gut sein. Denn er jagt wieder Platz 9. Bislang in jedem Sprintrennen auf Platz 9 beendet. Ja, und der 9. Platz ist auch nicht allzu weit entfernt. Problem, der 11. Platz auch nicht. Ja, O'Brien möchte gerne weiter nach vorne kommen. Ah, die schnellsten Runden. Tiermanner auf 5. Die 5 schnellste Runde. Aber, nee. Ich wollte gerade was sagen, aber das war die falsche Person. Das war nicht Tiermanner. Ja, und der Shelly mal wieder komplett verkackt. Lass unseren Boxenreporter in Ruhe. Ja, ein bisschen mehr ist auch nicht zu gebrauchen. Ja, das war schon so ein Single. Oh, Mitchell ist an Wagner vorbei. Sehr schön gemacht. Ja. Die erste Kurve lädt auch zum Einladen. Genau. Nee. Die erste Kurve lädt zum Einladen ein. Zum Überholen ein. Zum Einladen eher weniger. So viel Zeit haben sie dann noch nicht. Die erste Kurve verteilt Einladungen an die Fahrer. Oh, ist ja schön. Wir dürfen uns alle in der ersten Kurve.
Ja, lieber nicht. Und dann gibt's so einen Gubinkia und so einen Laukaner, die einfach weiterfahren. Gemein. Aber gut, wieder zum Wesentlichen. Mitchell ist an Tirimana dran, ne? Und Gleis vorbei? Nee. Schade, der macht das ganz gut bis hierhin. Ja. Der Parky. Ja, große Lücke zu den Drittplatzierten. Wird natürlich die Leute von Force India freuen, dass er da so weit vorne mitkämpft. Was für ein Kampf mit Mitchell. Ja, und da. Oh! Hallo, Marcelo! Schön, dich auch zu sehen. Ist ja feuchtfröhlich, diese Gruppe da vorne. Möchte man gerne mitfahren. Oder auch nicht. Und Neville mittlerweile auf 17. 16. Ja, der hat auch ganz schön viel verloren. Knight auch, der ist auf 21. Hat Platzierungen an Milton verloren und an an die Person. Ich hab keine Ahnung. Ne, die da das Auto fährt. Ja, die mit dem Helm und den Zahlen da drauf und Werbung. Ja. Das sind der einen Farbe da. Ne? Ja, der Lara. Ja, mit dem Renault-Motor. Und dem Bridgestone-Reifen. Genau der, irgendwie so war das. Oh, Knight muss jetzt sogar noch gegen Lupin verteidigen. Malkan, genau. Mir lag der Name auf der Zunge. Ja. Genau, ja, ja. Ja, kein gutes Rennen für Knight. Ja, und ich bin noch Schwester. Wellington ist momentan letzter. Schauen wir mal bei dem Mann zu, der sein Heimrennen hat. Ja, hat da sehr viel Vorsicht, was er da überholen kann. Ja, und wir schauen doch mal bei Richter zu. Bei dem ist ein bisschen mehr Action. Du musst nämlich gegen Köbele verteidigen. Aber gleichzeitig Wagner angreifen. Was, hallo? Mist, hallo? Mein Gott! Ich hasse es, dass vier Red Bulls vorhanden sind. Wagner ist davor. Ah ja, die zwei. Also, sobald Kümmele vorbeigeht, wird's noch verwirrender. Bitte, Richter, es ist bitte nicht so viel, aber mach mal deinen Namen Ehre und werde Dominator. Ja, also momentan scheinen Kümmele nicht vorbeizukommen. Wobei, Wagner macht gerade einen Move an Mitchell. Ja, schon Wagner. Beende die Verwirrungen. Ja, noch nicht. Mitchell bleibt vorne. Aber und jetzt Marcelo. Zu dritt. Zu dritt. Versuch's da auch nochmal. Da berührt sich gleich jemand. Nein, doch nicht. Ohne Berührung. Kann man Augen, meine Augen wieder aufmachen? Ja. Wagner bleibt auf Platz 3. Unverändert. Und Richter auch auf Platz 5. Und Shazada hält die Führung. Ja, ist überraschend. Er fährt um sein Leben, gefühlt. Und oh, war da mit der schnellsten Runde. Da gehen momentan 2 Punkte hin. Oh, und die Männer mit dem Verlust des zweiten Platzes. Und des viertens. Ah, und jetzt auch noch Fünfter. Jetzt muss er noch gegen Köbele verteidigen. Der will jetzt auch vorbeigehen und Sechster. Und jetzt kommt Großkopf. Und Perrault wartet dahinter. Das ist nicht Perrault, das ist Francesco. Ich wollte gerade sagen. Perrault ist etwas weiter hinten.
Da hat er aber sehr viel verloren. Aber wenn Chesser diese Position dann jetzt auch noch verliert, dann ist er genau auf dem letzten Punkteplatz. Und kaum erwähne ich es, will von Schusko vorbeigehen, schafft er es? Nein. Nicht ganz, nicht ganz. Kirimana bleibt Siebter. Das ist natürlich jetzt sehr bitter, dass er so weit zurückgefallen ist. Ja. Einmal das Auto unglücklich in der Kurve gehabt. Und sowas. Oh. Jetzt ist Francesco neben dran. Kann aber nicht wirklich vorbeigehen. Ja, die ersten Kurven sind schon das Revier, was das angeht. Also nicht schön. Noch führt weiterhin. Und Richter, der bahnt sich da nach vorne. Der macht sich jetzt sehr unbeliebt bei dir. Denn er tut die Red Bulls alle zusammen. Wagner, Marcello, Köbele. Nein! Wagner, Köbele, Marcello. Fucking hell. Denn Köbele ist auch noch an Marcello vorbeigegangen. Was ist das? Ich habe halt zur Erklärung ein bisschen festeres Bild. Das heißt, ich kann nicht von der Seite sehen, ob das jetzt mit Bull Sponsoring ist oder der andere Sponsor. Ja. Wir müssen damit leben, was uns gegeben ist. Ja. Ich mach mich nur darüber lustig. Weil, ja. Weiß nicht wieso, es macht Spaß. Und da geht Chazza an Marcello vorbei. Jetzt muss ich selbst auch nachgucken. Siehste, ich nicht nur an dir. So, der nächste ist Köbele. Ja. Außer die haben jetzt die Plätze getauscht, aber das weiß ich selbst nicht. Also wenn, dann hasse ich sie. Nee, Köbele. Oh, Gott sei Dank. Und eines meiner Angstergebnisse, also das eines der wahrscheinlich kuriosesten Ergebnisse nach den ersten Rennen, für mich persönlich wäre beinahe sogar möglich mit Richter und Tirimana irgendwie auf den ersten beiden Plätzen. So, sag's nicht so laut. So unmöglich ist es nämlich gerade nicht. Richter ja auf 2 und Tirimana jetzt wieder auf 5. Apropos, damit wir den Art Grand Prix Auto mal ein bisschen öfter sehen, mal nicht von Theke, sondern von Richter. Ja. Mitchell fährt da ganz entspannt vorne. Er hat ja noch mehr 8 Runden. Die Hälfte hat er hinter sich. Da sieht man mal, wie dominant Mitchell gerade unterwegs ist. Jetzt Wagner. Das ist auch nicht besonders nah dran. Nicht wirklich, nein. Aber die haben schöne Türkei-Werbung da an der Seite. Ja. Extra für dieses Rennen. Richter jetzt mit der schnellen Runde. Tirimana an Köbele vorbei. Das ist gut für Tirimana. Schlecht für meine Gesundheit. Du kannst aber was nicht einfach so droppen. Das finde ich nicht nett. Ja, leider bin ich nicht bekannt als besonders nett, fragt die Ferraris. Die habe ich gefühlt in den letzten Rennen niedergemacht. Zu Rest. Wir kennen das. Die kennen meine Nettigkeit. Und Richter ist jetzt am Mitchell dran, ne? Und schert jetzt aus und wir haben Richter jetzt in Führung.
Und dahinter kommt schon Wagner und Tirimana. Das heißt, geht feuchtfröhlich weiter. Ja, ob man das fröhlich nennen kann. Es geht feucht weiter. Also feucht werde ich davon jetzt auch nicht, aber... Es geht ja weiter. Damit fällt mich schon eher an Freunden. Also nein, kann ich bis nächstes, aber... Tirimana jetzt mit der schnellsten Runde. Kannst du dich damit anfreunden? Nein. Ja, ist aber blöd. Ah, Mitchell. Der hängt schon im Heck. Kommt aber nicht wirklich vorbei. Ja, Wagner und Tirimana lassen jetzt ein bisschen nach. Das hilft Mitchell. Ja. Milton auf 15 und Dick auf 16. Sieht gut vor. Milton, ach du Kacke. Mitchell wieder an Richter vorbei. Jetzt wird's hier hinten interessant. Ja, sehr interessant, da Wagner und Tirimana direkt am Heck von Richter sind. Und jetzt Wagner schert aus und... Oh, da haben sie jetzt viel verloren, die drei. Ja. Man kommt sich so vor wie, als würde man Kart fahren. Bei denen. Die drei sind noch gefühlt gleichzeitig über die Linie gefahren. Jetzt Wagner ist an... Ja, dann ist... Nee, und Tirimana geht jetzt an Wagner vorbei. Das heißt, Richter und Tirimana können sich jetzt auf den Weg wieder zu Mitchell machen. Außer Wagner hat noch etwas dagegen zu setzen. Was bis jetzt wundern würde, aber wir sehen... Na, im Hintergrund sehen wir Köbele, Francesco und Eatwell? Ja, dürfte Eatwell sein. Ja, Eatwell. Ja, grünes Dach, Eatwell. Laukanin ist ein bisschen weiter weg. Oh! Tirimana jetzt an... Nein, ist vorbei, nein. Nee. Haut schon an. War aber kurz Nebenrichter, also... So falsch war der Alarm jetzt auch nicht. Und das muss schon da hinten gegen Wagner verteidigen. Ja, aber kommt schon wieder näher ran. Ja, sagt sich so. Wird immer größer und 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 größer, aber schafft es nicht anzugreifen. Jetzt ist Francesco auch noch da und greift Wagner an. Kann Wagner verteidigen? Oh! Das Heck schwingt aus bei Tirimana. Oh, war da mit der schnellsten Runde? Runde auch auf Platz 8 gerade. Also genau in den Punkten drin. Ja, schau so, da ist wie meine Angst immer größer wird. Wer hätte gedacht, Richter und Tirimana kämpfen um Platz 2. 4 Runden vor Schluss. Und wir haben nicht das komplette Grid umgedreht. Ja. Es hat einfach nur ein paar viele Crashes gebraucht. Ja, und im Hauptrennen, nicht im Sprintrennen. Muss man auch dazu sagen, im Sprintrennen halten sie sich ganz selbst alleine da vorne. Und Tirimana wird wieder größer. Jetzt schwenkt er aus. Ja, diese Kurvenkombination liebt er erst für gewöhnlich. Das ist nicht mehr Wagner, sondern Marcello. Francesco. Ja, Francesco, stimmt.
Ja, ich sehe am Heck das Telefonica-Werbung. Die Telefonica-Werbung. Da hinten ist auch schon Eat Well. Jetzt hier Rebenmann. Will das ja fressen, aber nee. Schafft's nicht wirklich. Oh, 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 die Rebenmann ist vorbei! Ich hab's ja gesagt, Tirimana und diese Kurven. Sektor 3 ist Tirimana-Gebiet. Tirimana auf 2, Richter auf 3 und Richter will natürlich jetzt direkt kontern. Aber schafft es auch mit gewissen Vorzügen für eine gewisse Zeit. Sind immer noch den Frontflügel. Oh, und ist wieder vorne. Oh, ah, da kommt ein Eatwell geflogen. Wie spät die beiden aufgebremst haben, also Tiriman und Eatwell. Ja, und Eatwell lässt auch nicht locker. Ja, hat da. Jetzt direkt den dran und ist an Richter vorbei. Nein, Richter hat eine schnelle Linie, aber die Traktion bei Eatwell war besser da an der Stelle. Und da ist auch Eatwell vorbei. Ist immerhin, Richter, hier gehen wir noch nicht mehr auf dem Podium. Ist nur die Frage, kann Richter kontern? Im Hintergrund, oh, Franzus, Köbele und Wagner mit einer leichten Berührung. Ja, da hinten schon wieder das Paradies der Red Bulls, ich guck da gar nicht hin. Und Richter kommt immer näher, kann er den Schwung des Windschattens benutzen, um an Eatwell vorbeizukommen? Nein. Oh. Ja, aber vielleicht jetzt. Oh, oh, macht es genau wie Thierry Manner. Ah, aber schafft's nicht. Ja. Und hat er jetzt auch ein bisschen viel Dreck. Marcelo jetzt mit der schnellsten Runde. Jetzt wahrscheinlich direkt dahinter. Ne, das ist Kübele. Lupin, Tekel, Hiddle, alle dürfen mal ran. Ja, nur noch zwei Runden. Ist nur halt die Frage, schafft es Richter an Eatwell vorbeizukommen? Ich glaube, vorne ist die Sache gegessen. Ja. Mit Tirimana und Mitchell, die sind recht weit weg. Aber ja, halt, wie gesagt, Richter und Eatwell, die kämpfen am Platz 3. Und das, der Kampf ist noch nicht vorbei. Jetzt gibt's wieder eine Möglichkeit hin zur Schikane nach Kurve 8, also Kurve 9 und 10 müsste das sein. Und da greift Richter an. Hat er den besseren Schwung aus der Kurve? Es scheint nicht wirklich so. Was knapp? Sehr knapp. Das Problem ist, Richter hat Action, Richter hat. Das Problem ist, Richter hat jetzt in der zur letzten Kurve keinen Windschatten. Versucht's aber trotzdem. Und ist an Eatwell vorbei, aber Eatwell kontert und kann er den Platz wiederholen? Nein! Eatwell verliert sogar den vierten Platz an Köbele. Jetzt muss und Richter. Köbele will da jetzt sehr schnell vorbei. Jetzt muss Richter den dritten Platz auch noch an Köbele verteidigen. Ah, Köbele greift jetzt den Eatwell an, den vierten. Und kommt auch damit durch. Hiddle immer noch mit der schnellsten Runde. Wollte ich jetzt nochmal durchsagen, damit wir wissen, wer die schnellste Runde geholt hat in dem Sprintrennen. Außer es wird jetzt gleich noch was angezeigt, aber sieht ganz danach aus, als würde Hiddle die 2 Punkte kriegen. Was natürlich schön für Durango ist, denn Sieg und Bonuspunkte für die schnellste Runde, das nimmt man gerne mit. Ist halt nur die Frage. Ist die letzte Runde, uns interessieren die ersten beiden nicht. Ja. Kurve 8, jetzt kommt die Schikane. Köbele startet keinen Angriff in der Schikane, aber jetzt nach der Schikane besseren Lauf. Köbele ist nebendran, neben Richter. Durch die schnelle und Rechtskurve. Vorbei fürs Erste.
Und Köbele ist jetzt auf Platz 3. Kann Richter kontern? Richter kann nicht kontern. Will gegen Eatwell verteidigen. Mitchell hat gewonnen. Das ist schön für ihn. Aber Richter verliert jetzt auch noch den 4. Platz an Eatwell. Nein. Oh, das wird knapp. Aber ich glaube, Richter war vor Eatwell. Ich glaube, er war dahinter. Tatsächlich. Oh. Oh Gott. Ja, Eatwell wurde 4. Und Richter 5. Schade für Richter, aber sensationelles Rennen auch natürlich von diesem Mann hier. Ja, unser definitiv. Sieger des Sprintrenns und den 2-Platzierten direkt dahinter. Mitchell und Thierry Mana. Die ersten regulären Punkte für Piki Sports im Sprintrennen der Türkei. Und aber auch gutes Rennen von Köbele, von 10 gestartet, war er Erster. Ja, oh, war da auch? War das auch recht weit nach vorne gekommen von seiner Startposition, muss man sagen. Man muss aber auch sagen, dass Jamie Knight ein sehr schlechtes Rennen hatte. Yep. Für jemand, der einen Ruf hat, besonders gute Leistung im Sprintrennen abzurufen, war das ja sehr schlecht. Ja, aber auch Remy Thorn mit einem guten Rennen eigentlich und Laukannen. Ja. Wunderschöner Drift in die Garage rein. Sehen wir nochmal das Ergebnis. Mitchell vor Terimana, vor Köbele, vor Eatwell, vor Richter, vor Großkopf, vor von Schutzko und vor Ovada. Das sind die Punktplatzierungen. Ja, und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich auch. Das nächste Rennen ist dann in Deutschland, auf dem Hockenheimring. Da werden wir dann ein bisschen wahrscheinlich ein normaleres Rennen haben als das in der Türkei oder Valencia. Mal schauen. Wiedersehen und tschüss. Tschüss.